Ich bin froh, Ihnen mein Projekt vorstellen zu dürfen. Und viel mehr als das freue ich mich über die Möglichkeit, Einblicke in eine besondere Vision der Interkultur geben zu können. Die Vision des Munai Suyu, das Land der Liebe. Eine fünfte Ebene, ein Land, in dem die Liebe fließt und die vier Elemente vereint sind. Die Luft, die Erde, das Feuer und das Wasser. Bei dem Projekt geht es um Visionen und Erzählungen unserer Vorfahren. Sie handeln von Kinto Suyu. Eine Art Trilogie. Ein überregionales Konzept, das drei verschiedene Gebiete umfasst. Eines in den Anden, ein weiteres im nördlichen Amazonas und eines an der Nordküste. Würde man die Orte miteinander verbinden, ergibt sich das Inka-Symbol der Triangel als Zeichen für den Kondor, den Puma und die Schlange. Drei verschiedene Energien, die in ihrer Einheit eine besondere Kraft haben. Hier sehen Sie eine Welt, wo es nichts Artifizielles, nichts Modernes gibt, das Einfluss darauf nimmt. Keine Umweltverschmutzung. Das hier ist eine heilige Stätte. Die Luft ist rein, das Wasser natürlich. Es fließt frei. Das möchten wir denen mitgeben, die ihr immaterielles Wissen, ihre Spiritualität steigern wollen und ihnen die Möglichkeit geben, diese Orte zu besuchen. Aufgehoben in der Mutter Erde, fernab von Materialismus und Oberflächlichkeit, getrennt von allem Naturwidrigen, das der Mensch geschaffen hat und das uns entwurzelt. Das ist Munai Suyu.